here. He's already in the castle. I must warn the king. You're too late. Hurry! Your Majesty, he's here. You must protect the crown. I am your king now, servant. And the price for sparing your life is the enchanted crown. Hallöchen und herzlich willkommen zu Forgotten Books, die verzauberte Krone. Ja, das ist jetzt wieder das nächste Wimmelbildspiel, weil so langsam die True 4-Reihe zu Ende geht. Ich weiß noch nicht viel über dieses Spiel. Eventuell müssen wir wohl die verzauberte Krone, ja, die Einzelteile wiederfinden. Und ja, ausgerechnet jetzt zu der Zeit, wo ich krank werde, muss ich das aufnehmen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also nicht wundern, wenn ich hier plötzlich räusper oder husten muss. Ich habe wirklich die blöde Zeit für Erkältung erwischt. Mein Sohn ist nämlich auch schon ein bisschen krank geworden. Meine Frau hat es noch schlimmer erwischt. Ja. Und nun stehe ich hier vor euch. Oder besser gesagt, sitze vor euch und mache das nächste Wimmelbildspiel durch. Also dann, lassen wir uns mal überraschen, was hier so Schönes passiert. Ich weiß selbst noch nichts hier drüber. Also, gehen wir mal in die Spielwelt. Follow me! Was haben wir denn hier? Einfach? Okay, normal. Gibt es keine Anleitung. Aktive Bereiche funkeln ist auch aus. Wimmelbildrätsel durch Glitzern kennzeichnen ist auch aus. Hinweise zu Objekten ist ein. Tipp, Ladezeit 80 Sekunden und Ladezeit Lösung auch 80 Sekunden. Aha. Hinweis zu Objekten. Na gut, ich weiß nicht, wie das hier ist auf schwer und was Hinweise zu Objekten jetzt überhaupt bedeuten soll. Was man damit eventuell anstellen kann, könnte ich mir jetzt vorstellen. Na gut, dann bleiben wir wohl lieber mal auf normal. Bleiben wir mal auf normal, mal gucken, was passiert. Wenn es doch ein bisschen, ja, wohl ein bisschen zu einfach werden sollte, können wir immer noch auf schwer stellen. So, festlegen. Du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Menü ändern. Das hätte ich jetzt wohl nicht gedacht. Erste Interaktion? Ringe, ringe, ring, ringe, ringe, ring. Hallo. Hello, old friend. Guess what? I've got a story for you. It's real front page news. Okay, was für eine Story? An old book was sent to our library, and strange things have been happening ever since we opened it. The whole staff has up and run away. I don't use the word magic lightly, but... Well, maybe you'd better just come down here and see for yourself. Entschuldigung. Alter Schwede. Es ist wirklich schlimm heute. Am liebsten würde ich mich ja jetzt krank schreiben lassen, aber das sind die ersten Schultage jetzt. Ach. Heute steht auch Mathe und Geschichte an, wo wir
den Lehrer bis jetzt noch nicht gehabt hatten, weil er nicht da war. Deswegen will ich ungern irgendwie krank machen. So, gucken wir mal irgendwie nur was reden. Okay. Thanks for coming. I knew you couldn't pass up an opportunity for a wild story. Here's the book we received. I've never heard of it before. It's about a place called Torellian and an enchanted crown that powers their entire world. The book begins when the crown goes missing. But it's the strangest thing. The book is ancient, but it looks unfinished. Maybe you can take a look. Und sobald wir es uns ansehen, werden wir wohl reingesogen oder so in etwa. Ja. Handsymbol, mehr können wir nicht machen. Ich klau dir mal deinen Stift. Schade. Die Magie der Welt verliert an Kraft. Nur du kannst uns vor dem Untergang retten. Oh, und unser guter Hase ist wieder da. Wir sind dem Tod geweiht. Bitte hilf uns. Ich kann es nicht glauben. In dem Buch bittet mich jemand um Hilfe. Was wohl geschieht, wenn ich Ja schreibe? Willst du Ja schreiben? Ja, das werde ich tun. Oh, ich wusste es doch. Einmal voll ins Buch rein, ne? Na, wen haben wir denn da? Ich habe schon immer gern gelesen, aber ich war noch nie der Art von einem Buch gefesselt. Ach ja, das glaube ich. Ich glaube, der ist noch ein bisschen mehr gefesselt als wir. Schauen wir mal, was unser kleiner Kollege hier. Welcome to Torellian. Thank you for agreeing to help us. To you, this might seem like a world of words and pictures, but to us, it is very real. And we are in terrible danger. The Dark Mage Eldor has taken our king, and he's looking for the enchanted crown. It could bring him great power, and that would be the end of us indeed. Things are already getting worse by the moment since he arrived. I am the king's loyal servant, Liev. I'll help you however I can. Perhaps we should start by visiting the wise woman in the forest. Die weise Frau im Walde. Was ist das da oben? Nicht. Gut. Was ist das für ein komischer Vogel? Was ist das für ein komisches Auge? Okay. Gefunden. Stofffetzen. Ja. Armer Kerl. Da bringen die ganzen Bücher nichts. Ja, das stimmt wohl. Was haben wir denn da? Irgendwelche Muscheln? Ach du Schreck. Ich kann die Ranken nicht mit bloßen Händen entfernen. Eine Raupe? Ach, das ist eine Lupe, das Riesending hier. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ist ja auch interessant. So winzig, ich brauche eine Lupe, um mir das genauer anzusehen. Ja. Okay, irgendwas mit Plus können wir da auch noch machen. Gefunden Diamantring. Das ist wirklich so gesehen das erste Wimmelbildspiel, wo ich jetzt am Anfang schon entscheiden konnte, ob ich die Einführung mitmache oder nicht. Das ist auch interessant.
Was haben wir denn hier? Als mein Freund aus der Bibliothek bei mir in der Zeitungsredaktion anrief und mir von einem seltsamen alten Buch erzählte, konnte ich die Chance nicht ausschlagen, eine tolle Story zu schreiben. Und nun bin ich hier. Ich glaube nicht an Magie, aber welche andere Erklärung gibt es dafür? Plötzlich befinde ich mich in einem Buch und ein Hase spricht mit mir. Ich sollte ihm besser folgen, um das Ende der Geschichte zu erfahren und um auf die Titelseite der Zeitung zu kommen. Na super. Was? Ja, Entschuldigung. Das ist halt, wenn man krank ist, ne? Was ein Zeitungsredakteur nicht alles macht, um auf die Titelseite zu kommen, das ist ja atemberaubend. So, da unten haben wir einen Tipp, da haben wir noch irgendwelche Karten. Okay, das ist jetzt gesperrt, da waren wir vorhin, hier ist noch irgendwas. Du bist hier, aha, gesperrt, abgeschlossen, Ziele. Okay. Was ist denn mit dem los? Was? Glas schneiden. Scharf soll es sein. Und daraus können wir dann die Lupe machen, ne? So, wir haben eine Linse erhalten. Diese Sporen machen mich müder als ein schlechtes Buch. Ob ich sie gebrauchen kann? Ist das jetzt ein Knochenfuß oder ist das jetzt ein Roboterfuß? Also irgendwie, das wird ja hier auch immer besser. So eine Lupe hast du gemeint. Jetzt haben wir hier eine Lupe. Was ist das denn? Selbst in einem Buch würde ich das nicht mit bloßen Händen berühren. Okay. Stoff. Fetzen. Was kann ich sonst noch mit Stoff anstellen? Irgendwie ein Plus. Keine Ahnung, was ich damit Plus machen kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist wirklich schlimm mit diesem blöden Husten. Tagebuch. Woran erkenne ich jetzt, ob da ein neuer Tagebucheintrag ist? Oh, was haben wir denn hier? Schloss, Haus, Baum. Aha. Schloss, Baum, Haus, so. My name is Amelia. I'm the king's mother. But you really shouldn't be here. It's too dangerous. The time of my revenge is at hand. As soon as I have the crown, the prophecy will come to pass. Then I'll be free. Just don't stand in my way. If I don't get the crown by midnight, your precious son will die. Son, the prophecy cannot come to pass. Don't let Eldor get his hands on that crown. Here, take this. The secret of an ancient prophecy is hidden inside. If you can decipher it, you can save our world. Aha, dann nehmen wir uns das mal. Mal gucken, entschlüsseln. Da fehlen wohl noch ein paar Teile, ne? Please, hurry. Restore the shield and okay, Schild zusammensetzen. Ich habe ja schon wieder gehört, dass was... Ah, man hört es, wenn es geschrieben ist. Alter, das ist jetzt wirklich eine sehr schlimme Zeit.
Was für eine Geschichte. Ein magisches Artefakt, ein eingesperrter König, eine alte Prophezeiung und ein dunkler Magier. Alles sieht so echt aus. Ich hatte fast vergessen, dass ich mich in einem Buch befinde. Oder handelt es sich um eine reale Welt? Wie Amelia bereits sagte, wenn die Prophezeiung eintritt, wird die Welt vernichtet. Aber wenn ich das Geheimnis löse, kann ich alles retten. Ich muss mich allerdings beeilen. Mit meiner schönen Stimme. So, was haben wir denn hier? Eine Kralle. Ein kaputten Schild. Das sieht fast aus wie ein Schildkrötenpanzer. Ein Eldos Magie hat erneut zugeschlagen. Wie sonst können Steine brennen? Das ist immer eine gute Frage, ne? Ich glaube, diesen Schild kann ich reparieren. Nur mit was, ist die gute Frage. Da hängt doch irgendwas dran, oder? Eine Pinzette. Womit ich eventuell die schön raupen. Wegweiser aus Erbsenschoten. Ich muss... Was? Es muss sich um eine... Wachstumsindustrie handeln. Was? Ach du Scheiße. Ja, super. Das sind gruselige Kürbisse. Da ist doch Schwarzmagie im Spiel. Ach, kommst du da drauf? Wie kommst du denn darauf? Kennst doch keine schwarze Magie hier. Hast doch hier noch nie irgendwas gesehen. Wie war das? Ich würde die Dinger nie im Leben... Aha. Fange die Raupen. Beobachte, wie die Raupen rollen und wähle dann das Feld, wo sie landen. Die Pinzette hebt eine Raupe hoch. Wenn sie auf dem gewählten Feld landet. Ups. Okay. 1, 2, da vielleicht. Ah, okay. War ja wohl doch nicht allzu schwer. Gefunden, Raupe. So, und nu? Was befindet sich unter dem Moos? Das ist eine gute Frage. Mit der Kralle können wir es nicht abkratzen. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Hat der, unser guter Kerl hier noch was? Nö, hat auch nichts mehr zu sagen. Der redet auch nicht mit uns. Der ist ein sehr stiller, ne? Ein wirklich sehr stiller. Was haben wir denn hier? Krallen? Oh, hat sogar geklappt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Eine Feder. Was können wir jetzt mit einer Feder machen? 1 von 6. Was machen wir überhaupt mit den Stofffetzen? Nee, da kann man nicht weiter. Ist nichts weiter drinne. Sonst war hier alles. Bis auf dieses Gas. Was war wohl irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Es scheint, als würde sich das Buch von alleine schreiben. Aber wie wird es enden? Ein Knochen. Interessant. Noch irgendwas mit Plus kann man jetzt... Unangezündete Fackel. Ja. Das, ist jetzt sehr geil. So, ich kann schmutzige Spinnennetze nicht ausstehen. Na super, kommst von der Zeitung, kletterst wahrscheinlich noch durch irgendwelche Katakomben wegen guter Story und dann kannst du keine Spinnennetze. Ah, okay. Ach, warte mal. Da war doch was. Ach nee, da war was. So, dann zünden wir mal die Fackel an. Dann sollte eigentlich das Spinnennetz in nächster Zeit nicht mehr so spinnennetzig sein. Hehehehe. Seht ihr? Das Buch ist wieder zurückverwandelt. Viel besser. So, das sieht aus wie ein halber Morgenstern. Stachelkugel. 1 von 3. Na super.
Das wird ja auch immer besser. Hat hier gerade was geklopft? Ist ja sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Da klopft ja wirklich etwas. Hallo? Heraus? Will nicht. Was ist das denn? Mit dem fehlenden Teil und der richtigen Kombination könnte ich das öffnen. Wo ist dieses fehlende Teil? Und wo? Weil die Kombination hätten wir eigentlich schon gehabt. Oh, ist hier ein Mord geschehen? Was ist das? Nicht gerade einladend, oder? Was haben wir denn hier? Ah, super. Es gibt keine Tür, aber ich kann dies dennoch öffnen. Ah, super. Woher wusste ich das denn nur? So, wir haben die weitere Stachelkugel, aber wie können wir... Och nö, oder? Ach du bist doch. Die arme Raupe. Warum? Warum? Ach, immer die armen Viecher, die müssen immer dran glauben. Ein Befehl an die Hüter? Der Bode trug also einen Befehl bei sich und Eldor tötete ihn. Allerdings ist es seltsam, dass er den Befehl nicht mitnahm. Königlicher Befehl. Ich, König Kellen, König von Tochlin, oberster Wächter der verzauberten Krone, befehle allen Wächtern der königlichen Verstecke, die Krone um jeden Preis zu beschützen. Das ist wirklich sehr seltsam, dass er die wirklich nicht mitgenommen hat. Ja, der Preis der Krone zu beschützen, das ist so eine dreiteilige, okay. So, was haben wir denn noch? Nicht gerade einladend, oder? Was haben wir denn hier? Der Tod erwartet alle, die sich mir in den Weg stellen. Diese Worte wurden mit seinem Blut geschrieben. Ein weiteres Opfer Eldors. Und wir haben eine weitere Feder erhalten. Das macht dann schon mal 2 von 6. So, gucken wir doch mal ein bisschen. Da unten haben wir noch irgendwas. Eine Bürste. Okay. Und ein Garnknäuel. Ich hätte vielleicht nur den Teppich weggenommen. Naja. Hoffentlich wird die arme Frau uns nicht böse sein. Ich muss einen Griff finden. Ja. Ich muss einen Griff an diese Luke anbringen. Vor allem erstmal finden, ne? So, was haben wir da hinten? Was ist das? Eine Schleuder. Okay. Nö, klappt nicht. Schade. Kralle. Ups. 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 Sammelobjekte. 1 von 18. Ups. Ups. Und eine weitere Stachelkugel. So, Stachelkugel. Das war jetzt geraten, aber die Schleuder ist geladen. Okay. Das war jetzt aber sowas von geraten. Nicht gerade einladend. Tod. Eldor hat erneut zugeschlagen. Jo, mal gucken, ob Eldor uns auch noch erwischt. Eine leuchtende Frucht. Bist du nicht hungrig, Igel? Wie wäre es mit einem Spielzeug? Nee. Mit was soll ein Igel spielen? Der fragt erst, bist du nicht hungrig? Und dann soll er mit dem Spielzeug irgendwas anfangen können oder was, ne? Okay, dann wissen wir wenigstens schon mal,
Alter Schwede, ey. Das ist wirklich nicht mehr schön. Ja. Aber da wird ja meine Stimme nur umso unheimlicher, nicht wahr? So, mit der Bürste werden wir hier wohl irgendwie was abkratzen können. Oh, da haben wir das verlorene Knopf. Diese Symbole ähneln einem Code. Habe ich ihn schon einmal gesehen? Jupp, an der Lampe. Ja, diese Symbole wurden in den Stein geritzt. Scheint eine Art Code zu sein. Wo habe ich ihn schon einmal gesehen? Blöde Frage, nächste Frage. So, gib die richtige Kombination für diese, für das Schloss ein. Was haben wir denn als erstes? Kreis, V, Striche, Kreis, V, Striche, Plus. War ja nicht so schwer. Diese Laterne muss mit etwas Besonderem angezündet werden. Ich würde am besten erstmal die Feder nehmen, die dahinter ist. Ach, du kriegst eine gefunden Feder. Was ist das denn? Ein weiterer Code. Ein Code hinterm Code, das ist ja auch nicht schlecht. Okay. 6 Federn, das müssen die Federn sein, die ich im Wald eingesammelt habe. Das muss eine Art Kombination aktivieren. Mhm. Ich habe aber bis jetzt nur 3. Wo ist der Rest? Aha, da kannst du mal gucken. Da kannst du noch mal gucken. Ein bisschen googeln, weil es so schön ist. Ja, haben wir nichts weiter. Angeblich sollen wir jetzt wohl alle Federn gefunden haben, wenn wir das aufbekommen haben. Hm. Schon seltsam. Ein Griff. Nee, will nicht. Was haben wir denn sonst noch hier? Können wir die vielleicht irgendwie abschneiden? Nö. Schloss, Haus, Baum. Haus und Baum. Da ist ein Haus. Ein Baumhaus. Ja, da ist ein Baumhaus. Ach nee, da hinten ist noch ein Baum. Ach, deswegen. Es ist wahrscheinlich besser, Feuerbällen aus dem Weg zu gehen. Nur wie? Flasche. Flasche? Flasche, Sporen? Sporen, Flasche? Künde? Könnte das hinhauen? Echt jetzt? Flasche mit Schlafsporen. Na, dann können wir uns ja schon mal denken, wo die vielleicht hingehören. So. Oder auch nicht. Okay. Also viel mit Zielen hat das hier nicht mehr zu tun. Was ist mit denen los? Sind jetzt Feige? Und noch eine Feder erhalten. Was? Hä? Wenn man eine Art Stock in den Kürbis steckt, könnte man ihn als Regenschirm benutzen. Wie kommst du denn jetzt auf so eine Idee? Na super. Ach, fantastisch. Eine weitere magische Änderung sorgt für Probleme. Ich wünschte, der Autor würde mich in Ruhe lassen. Das könnte hinhauen. Jetzt haben wir hier Biber dran. Die wollen den Baum tilgen. Oh, how I wish they'd stop biting me. Please, save me from these relentless rodents. Goldenes Objekt, 11 Stück.
Das ist doch auch golden, oder nicht? Ach, da fehlt der Hälfte. Jetzt passt's. Na, was ist das denn? Wo bin ich denn hier jetzt? Hä? Was ist das? Einfach schwierig? Dialog überspringen erneut? Hä? Wo bin ich denn jetzt drauf gekommen? Zu 3 gewinnt wechseln. Okay. Ich such doch lieber die goldenen Objekte. Zum Beispiel die Ringe da oben. Das ist auch noch golden. Goldig, goldig alles hier. Ach, super. Sogar 2 in 1. Hä? Das war golden? Ein goldener Umschlag, okay. So, kann ich jetzt hier... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ach du Schreck, was ist das denn hier? Ach, du kriegst doch hier die Motten. Was soll denn das? Hau den Lukas mal ein bisschen anders hier, hä? Wie die aussehen mit den Masken, ey. Ach du Schande. So alt Bullshit, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Ach du Scheiße, jetzt bitte mal schneller. Ach du Scheiße. Das soll noch Wimmelbild sein? Was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Oh. Die sind doch bekloppt, die Typen. Die sind doch sowas von bekloppt, die Typen. Ein Ringreif. Thank you. It's much more peaceful without them gnawing on me. But these wounds are quite painful. Can you help me? Ob wir dem guten Baum helfen können, werden wir wohl erst in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, euch hat diese Folge jetzt gefallen, auch wenn ich rumkränkel wie verrückt. Ja. Naja, dann werden wir mal schauen, ob wir dem Baum in der nächsten Folge helfen können, was sich da hinten noch alles so schön verbirgt und ob wir irgendwie mal den Schild reparieren können, weil hier oben sehe ich schon das nächste Teil. Ja, dann werden wir mal sehen. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilu und tschüss.